Hallo zusammen, ich grüße euch. Normalerweise empfehlen wir immer zur artgerechten Haltung, den Schildkröten einen Außenbereich im Garten zu bieten mit Außenbereich und beheiztem Frühbeet. Manchmal ist das aber nicht möglich und deswegen soll es in diesem heutigen Video um die Haltung auf dem Balkon gehen. Warum eine Haltung im Garten manchmal nicht möglich ist, kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Manchmal ist es so, dass jemand aus Unwissen nicht unbedingt gut in die Haltung gestartet hat, zum Beispiel seine Tiere drin hält, sehr gerne seine Haltung verbessern möchte, aber zum Beispiel selbst keinen Garten besitzt. Oder jemand hat überraschend eine Schildkröte geschenkt bekommen oder vererbt bekommen und muss jetzt gucken, wie er irgendwie eine Lotlösung herbekommt. Es kann aber auch sein, dass vielleicht im Garten ein Unwetter gewüstet hat, sodass man da eine Notlösung herholen muss. Oder aber man könnte den Balkon zum Beispiel auch für die Zeit einer Quarantäne benutzen. Also die Gründe können wirklich vielseitig sein. Und in diesem Video, wie gesagt, soll es um die Vor- und Nachteile der Balkonhaltung gehen. Es ist durchaus möglich, auf dem Balkon ein artgerechtes Freigehege einzurichten. Und damit ihr eine Vorstellung habt, wie das Ganze überhaupt aussehen kann, möchte ich euch hier ein paar inspirierende Bilder einmal einblenden lassen. Denn wie sagt man so schön, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ihr könnt hier an den Bildern sehen, dass letztendlich das Prinzip des normalen Freigeheges relativ ähnlich ist. Wir brauchen einen naturnahen, mageren Boden, wir brauchen Steine, Struktur, ein wildes Flair, mediterrane Bepflanzung, Wildkräuter zur Selbstversorgung und das Frühbeet mit seiner entsprechenden Technik. Und mit diesen ganzen Sachen kann man ein durchaus naturnahes Freigehege oder Balkongehege einrichten. Die Schildkröten können dort durchaus ein naturnahes Leben führen. Aber sofern ihr nicht gerade eine riesengroße Dachterrasse verwendet, ist diese aufgrund des Platzes das Balkongehege kein Dauerzustand. Es ist vielleicht für die ersten, je nachdem wie groß der Balkon ist, 1 bis 5 Jahre geeignet und danach brauchen die Schildkröten dann ein größeres Gehege. Das heißt, der Balkon stellt keinen Dauerzustand dar. Er ist lediglich als Übergang zu sehen, zum Beispiel für die ersten Jahre der Jungtiere oder aber als Notlösung, wenn ihr im Garten arbeitet oder umzugsbedingt oder die anderen genannten Gründe. Aber für adulte Tiere ist das kein Dauerzustand, sofern ihr keine riesengroße Dachterrasse habt. Ein Video zur Schildkrötengehegegröße habe ich euch auch nochmal entsprechend verlinkt. Als erstes wollt ihr sicherlich wissen, welche Vorteile denn ein Balkon bietet. Also ein Balkon hat auf jeden Fall den Vorteil, dass die Schildkröten dort nicht weglaufen können. Ihr braucht euch also wenig Sorgen darum machen, dass die Begrenzung vielleicht nicht hoch genug ist oder nicht tief genug eingegraben oder so. Die Schildkröten kommen bei einem ganz normalen Balkon nicht weg. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch, denn die Suchanzeigen über vermisste Tiere ist immer sehr hoch, insbesondere in den Sommermonaten. Ein weiterer Vorteil, je nachdem, wie euer Balkon geschaffen ist und auch in welcher Etage ihr wohnt, dass dort keine oder deutlich weniger Feinde reinkommen. Es können sich keine grabenden Feinde unterirdisch hineinbuddeln. Es kommen auch, wie gesagt, je nach Etage auch keine Feinde drüber, wie zum Beispiel Marder oder Ratten. Das heißt, die Schildkröten sind dort deutlich sicherer. Aber auch das Thema Diebstahl ist dort einfacher, denn es ist deutlich schwieriger, eine Schildkröte vom Balkon zu stehlen, als einfach heimlich in den Garten zu spazieren. Und die Hauswand, die wird natürlich durch die Sonne erwärmt, was durchaus wie eine Art Wärmespeicher funktionieren kann. Das kann durchaus seine Vorteile haben, kann aber in den Sommermonaten auch gefährlich heiß werden. Das heißt, man hat sowohl Vorteile wie auch Nachteile. Und man kann einfach dort die Schildkröten deutlich besser kontrollieren. Man kann jederzeit einfach mal kurz die Tür aufmachen, mal hineinschauen und dann sich absichern, dass dort alles in Ordnung ist. Die Kontrolle ist zwar nicht unbedingt jetzt notwendig in diesem engmaschigen Bereich, aber gerade Neulinge sind dann doch sehr unsicher und dann kann es ein selbstsicheres Gefühl sein, wenn man da regelmäßig nachschauen kann. Dem sind aber natürlich einige Nachteile gegenüber. Der größte Nachteil ist, dass wir keinen Kontakt zur richtigen Erde haben. Somit ist die Bepflanzung deutlich schwieriger. Viele Wildkräuter wachsen dort nicht. Man kann auch nicht mit großen Büschen arbeiten. Aber auch die Sonneneinstrahlung hat ihre Nachteile, denn wenn rundherum große Betonwände sind, dann kommt natürlich die Sonne deutlich weniger dort hinein. Es wäre zwar durchaus möglich, mit einem
Hochbeet dem ein bisschen entgegenzuwirken, damit eben die Balkonmauer nicht ganz so tief ist. Aber auch das hat wieder alles seine Nachteile. Die Schildkröten haben dort natürlich weniger Möglichkeit, sich in die Erde tief einzugraben. Natürlich das Maß, dass sie sich überhaupt eingraben können, das kann man dort gewährleisten. Aber insbesondere zur kalten Jahreszeit, wo sie sich wirklich gern etwas tiefer eingraben, das kann man ihnen nicht bieten. Und somit ist auch die Möglichkeit, dort eine Winterstarre zu halten in einer Überwinterungsgrube, deutlich erschwert oder gar unmöglich, sodass man da auf Alternativen wie zum Beispiel den Kühlschrank zurückgreifen muss. Ein Video zu den verschiedenen Überwinterungsorten habe ich oben und in der Videobeschreibung verlinkt. Und die Kälte kann natürlich von allen Seiten her kommen. Während im Garten die Erde dort eine Art Pufferwirkung hat, das heißt, je tiefer sich die Schildkröten graben, desto weniger sind sie dort vor Frost gefährdet, auch wenn wir natürlich die Technik zur Frostvermeidung einsetzen. Aber auf dem Balkon ist das deutlich schwieriger. Wenn also im Herbst die Kälte einzieht, dann wirkt sie nicht nur von oben nach unten, sondern auch von den Seiten und von unten. Dem müsst ihr entgegenwirken, indem ihr das Ganze entsprechend isoliert. Aber auch das ist trotzdem nicht das Gleiche wie eben ein tatsächliches Freigehege. Wenn ihr nun ein Balkongehege verwenden möchtet, dann müsst ihr unbedingt die Traglast beachten. Denn wenn die Schildkröten dort Erde, Steine, Bepflanzung und Frühbeet brauchen, dann wiegt das Ganze natürlich. Dazu kann man sich für einen groben Anhaltspunkt einmal vom Vermieter einholen, wie viel Traglast der Balkon überhaupt aushält. In der Regel sind das so ungefähr 400 Kilogramm pro Quadratmeter. Man kann aber auch online ausrechnen, wie viel denn euer Substrat wiegt, um einen ungefähren Anhaltspunkt zu haben, ob ihr diese Höchstmaße eventuell überschreitet. Dazu gibt es, wie gesagt, Online-Rechner. Hier in diesem Beispiel zum Beispiel, wenn das Gehege jetzt einmal 2 Meter groß wäre und das Substrat 30 cm, in diesem Fall, weil es die einzige Möglichkeit war, mit Sand gerechnet, dann würde es bedeuten, dass bei den 2 Quadratmeter großen Gehege man 800 Kilogramm Gewicht hat. Das heißt, das Maximalgewicht wäre damit erreicht. Da sind aber die ganzen Steine noch nicht mit eingerechnet. Schaut also, dass ihr die Traglast unbedingt im Hinterkopf habt und dass ihr einen Kompromiss findet, diese Traglast nicht zu überschreiten, aber dass eure Schildkröten trotzdem nicht drunter leiden. Denkt dabei auch, wenn es mal regnet, dann kommt natürlich zusätzliches Gewicht hinzu. Wo wir auch dann beim nächsten Thema sind, achtet darauf, dass wenn es regnet, dort weder Staunässe entsteht, zum Beispiel, weil ihr einen wasserdichten Boden wie zum Beispiel Teichfolie verwendet, aber der Regen sollte auch nicht mit der Erde zusammen die Hauswand hinabrutschen, dann habt ihr nämlich ein großes Malheur und das wird euer Vermieter nicht unbedingt sonderlich witzig finden. Und ihr müsst natürlich darauf achten, dass allgemein der Zustand des Hauses nicht beeinträchtigt wird. Wenn ihr also irgendwann auszieht und alles rückbauen müsst, dass dann nicht durch die Erde, durch die Feuchtigkeit Schimmel angesetzt hat oder anderweitig die Bausubstanz dadurch benachteiligt ist. Das Fazit des heutigen Videos: Eine Haltung auf dem Balkon ist durchaus möglich und bringt einige Vorteile mit sich. Dennoch haben hier wir allerlei Nachteile, sodass ich persönlich euch empfehlen würde, in erster Linie ist das Gehege im Garten mit deutlich naturnah und somit eher empfehlenswert. Aber es ist durchaus möglich, die ersten Lebensjahre der Schildkröte auf dem Balkon zu überbrücken und erst danach in die Freilandhaltung im Garten dann zu starten. Also bis dahin, liebe Grüße, tschüss!